Es gibt zwei Möglichkeiten, Jimako kennenzulernen. Du blätterst in dem Katalog oder schaltest ein zu meiner Putzshow. Einen wunderschönen guten Abend. Da bin ich halt lustig drauf. Ich bin die Katrin und zeige dir hier, dass Putzen Spaß machen kann. Tatsächlich, ich habe dazu auch eine schöne Kundenmail bekommen, die ich gleich hier vorlese. Ja, ich mache heute mal ein bisschen den Vorlesebär. Starten wir aber erstmal mit den Fragen der Woche. Also, es dreht sich ja alles heute um Thema Couch reinigen und dazu habe ich eine Frage bekommen, passend. Denn, was hat sie geschrieben? Ich habe vor einiger Zeit die Sitzpolster im Auto mit Polsterschaum von Jimako gereinigt. Leider habe ich seitdem Kränze im Bezug. Bekomme ich sie weg, wenn ich den Schaum erneut einsetze und was habe ich falsch gemacht? Erstmal vielen Dank für so eine schöne, ausformulierte Frage. Ganz klar. Was ist passiert? Ich habe einen Fleck, den will ich wegmachen und auch nur diesen Fleck. Und dann habe ich drumherum Kränze. In meinem Erklärvideo, was gleich kommt, zeige ich dir halt auch, oder ich gehe nochmal darauf ein, bitte immer von Naht zu Naht wischen, reinigen, sauber machen, nass machen. Ich hatte bei Instagram eine Umfrage gestartet, was soll ich putzen? Denn es gibt drei Sachen bei uns zu Hause, die ich sehr lange vor mir herschiebe. Kronleuchter, die Küchenoberschränke, hat damit zu tun, dass ich erstmal alle Gläser rausholen müsste. Und ich liebe Gläser, die sind rappelvoll, die Schränke. Und Couch. Ihr wolltet die Couch haben. Aber gut, warum habe ich es vor mir hergeschoben? Weil, wie ich eingangs schon sagte, immer von Naht zu Naht, ich habe die ganze Couch gemacht und nicht nur eine Sitzfläche. Und das hört sich erstmal an, ob es viel ist, war es gar nicht so. Absolute Rekordzeit. Apropos Hörerin, wir hatten vor einer guten halben Stunde noch keinen Ton. Ich hoffe, ihr könnt mich gut da draußen hören. Dirk hat ein bisschen was Neues an der Technik gemacht. Das ist schön. Es hätte bestimmt schon jemand geschrieben, wenn er deine Lippen gesehen hätte, aber nichts gehört. Ja, das Schöne ist, er konnte, ich sehe den Ton, aber ich höre nichts. Ja. Also, jetzt, ich höre mich aber auf jeden Fall am Ohr, du kannst mich mal ein bisschen leiser machen. Ich brühe mich ja hier selber an. Gut, das war die erste Frage. Dann noch eine Frage, die mir bei YouTube gestellt worden ist. Ging um die Lebenserwartung der Bodenfaser. So, nehme ich dir direkt mal zum Anlass, mal zu zeigen, wie meine aussieht. So, das ist meine Bodenfaser, 7 Jahre alt. Ganz genau, 7,5 Jahre alt. Und ich bin wirklich nicht zimperlich. Die war auch am Anfang mit auf den ersten Putzpartys, ist also öfter zum Einsatz gekommen, als jetzt einmal die Woche die Wohnung wischen. Was hast du eben noch gesagt? Was haben wir noch damit gereinigt? 40 Quadratmeter Zeltplane. Die Zeltplane. Also, das ist meine alte und das ist eine neue. Ich gehe mal näher dran. So, man sieht einen farblichen Unterschied. Ja, die war auch noch nie in der Waschmaschine, die neue. Die ist ein Ticken dünner und, das war mir nie bewusst, auch ein Ticken schmaler, aber minimal. Kann man das erkennen? Also sie passt ja immer noch in den Bodenwischer rein. Ich kann nicht sagen, dass sie dadurch schlechter putzt. Ganz im Gegenteil. Und überleg mal, wenn du ein T-Shirt 7 Jahre lang trägst, wie das aussieht. Dafür sieht die Bodenfaser noch sehr gut aus. Mit der anderen Frage habe ich mich ein bisschen schwer getan. Da wurde ich gefragt, wie ist der Vergleich zu anderen Reinigern aus dem Drogerie zu unserer Bodenpflege. Ich putze ja seit über 7 Jahren nur noch damit. Ich weiß auf jeden Fall, mich daran zu erinnern, dass ich damit jetzt weniger brauche. Also ist auf jeden Fall viel sparsamer und trotzdem wird es schön sauber. Die Kombination macht es halt. Gut, das waren die Fragen der Woche. Fotos habe ich später, aber das waren keine Kundenfotos, richtig? Mhm. So, jetzt erstmal zur Couch. Absolute Rekordzeit. Jetzt drückt nicht so schnell. Absolute Rekordzeit. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt.
ist das erste Video, was ich selber geschnitten, gefilmt und vertont habe. Los geht's. Jetzt darf ich drücken? Ja. Als erstes mache ich den Reinigungsschwamm nass, sprühe Leder- und Polsteraktivschaum auf und los geht's. Jetzt die Oberfläche reinigen und immer schön von Naht zu Naht, damit keine Wasserkränze entstehen. Für die Ritzen finde ich den Handschuh perfekt. Auch hier nass machen, draufsprühen und reinigen. Zum Schluss noch mit einem feuchten, sauberen Profituch nachwischen und fertig. Wenn es doch immer so schnell wäre, auch die Couch zu säubern. Nein, ich habe so gut 25 Minuten gebraucht und habe ja zwischendurch auch noch die Kameraeinstellung gewechselt. Also es geht wirklich schnell. Mit folgenden Produkten. Und jetzt geht es darum, was hat die Katrin denn so benutzt? Fangen wir ganz klein an. Das ist der Reinigungsschwamm Grünkurzflor. Kennst du schon Jomaco? Dann kennst du auf jeden Fall auch die grüne Faser. Da ist so ein kleines Kissen drin, was halt auch aufschäumt. Und jetzt Obacht, wenn deine Couch sehr grob gewebt ist, unsere ist so, also jetzt nicht diese glatte Mikrofaser, da passiert das nicht, aber bei grob kommt es sehr schnell zu einer Schaumbildung, wenn du zu viel Reiniger nimmst. Ist Schaum schlecht? Nein! Ist nur verdammt lästig, den ganzen Schaum wieder darunter zu nehmen. Dafür kommt ja später das Tuch zum Einsatz. Also du brauchst weniger, sowieso. Weniger von ihm hier, Leder- und Polsteraktivschaum. In unserer Playlist gibt es auch ein Video zu Lederstuhlreinigen. Lederstuhlreinigen und Autositze, Autopolsterreinigen. Da kommt er auch zum Einsatz. Vom Duft her sehr dezent. Und unsere Couch war jetzt nicht wirklich groß dreckig. Da waren keine Flecken. Sowas mache ich immer zeitnah weg. Aber die war gut eingestaubt. Gerade unten, da wo ich nicht immer mit dem Staubsauger drüber gehe. Und ich möchte es mal so sagen, am nächsten Tag beim Mittagsschläfchen hat gut gerochen. Macht es aber am besten, wenn ihr hier wie wir einen Kamin anhabt, der hier schön aufheizt. Weil Dirk kam abends nach Hause, setzt sich auf die Couch und sagt irgendwann, wieso ist denn das hier nass? Das lässt sich vermeiden, wenn man ein Tuch drüber legt oder es halt so macht, dass es halt über Nacht trocknet. War dann jetzt so. Tipp von mir, der Reinigungshandschuh grün kurz vor. Vielleicht bringt Jomaco ja mal ein Set raus, wo der drin ist. Ist jetzt keine offizielle Empfehlung von Jomaco. Ich finde es einfach wahnsinnig praktisch. Ihr habt es im Video gesehen, wo Lene auf Sitzfläche kommt. Da drin, wunderbar. Und auch die größeren Flächen bekomme ich mit dem grünen Handschuh viel besser hin. Tipp von mir. So, kombiniert. Ah ne, Profituch erst noch. Erst kommt noch das schöne Gelbe. Ja, das ist unser Profituch. Tücher gehen immer, wisst ihr. Ist jetzt in Gelb, weil, kommen wir zum nächsten, im Set, Jomaco denkt mit und hat ein schönes Set gepackt. Nennt sich Wohnset Polster Plus. Da ist der Schwamm drin, der Reiniger mit einer Schaumpumpe, das Tuch, eine Beschreibung, kannst du auch das Video nochmal angucken, und on top noch das kleine blaue Duo-Pad. Warum das denn? Warum das denn? Wenn du glücklicher Tierbesitzer bist, Hundehaare, Katzenhaare, kriegst du ja wunderbar mit weg und auch gröbere Verschmutzungen. Zeigen wir doch mal die Fotos, die wir haben. Ja, das war's. Frage. Ja. Kann man das Mittel auch im Auto einsetzen? Ja, wenn es denn Polster oder Ledermöbel sind. Das funktioniert. Moment. Steht da hier mit drauf? Ja. Bist du zufällig in der glücklichen Lage, einen Katalog zu haben? Denn hinten ab Seite 102 ist eine Auflistung, wo welcher Reiniger zum Einsatz kommen darf. Und da steht da
Lederpolster, Aktivschaum. Na gut, auf der Seite jetzt Kunststoff, Textil. Schreib mir gerne mal, welches Material. Aber wenn es normale Polstermöbel sind, ja, funktioniert. Wir haben dafür mal ein schönes Beispiel. Du hast eins noch. Oh, ich habe noch... Ja, Gott. Den Eimer habe ich vergessen. Ja, macht es euch so leicht wie möglich. Warmes Wasser hier rein, um zwischendurch mal den Schwamm auszuwaschen. Und natürlich auch später das Tuch, damit ihr weniger laufen müsst. Ich finde das immer wieder ein schönes Geschenk, sowas auch gefüllt mit Reiniger. Warum nicht? Männer stehen drauf. Jetzt aber, Foto her. Passend zu deiner Frage, Anne, wir haben erst den Stuhl, ne? Mhm. Erstmal den Stuhl. Das ist aber echt. Ist nicht von mir das Foto. Aber da macht der Job Spaß, wenn du so einen Vor-Nach-Effekt hast. Mega. Gut. Aber Auto wollte ich dir noch zeigen. Ja. Ehrlich? So sieht es bei uns immer noch im Auto aus. Das lässt leider auch mit steigendem Alter der Kinder nicht nach. Ganz im Gegenteil. Die essen ja noch mehr. Wenn sie größer werden. Werden sie teurer. Werden teurer, genau. Da geht nicht mehr hier die Kinderportion. Da geht schon die Erwachsenenportion. Okay, also Frage beantwortet. Ja, normale Polster und sie liebt deine Videos. Dankeschön. Gut, also dann kannst du es verwenden. Und deswegen zeige ich ja auch immer gerne auch mal den Handschuh. Weil wenn du den schon zu Hause hast, mach's gerne erstmal damit. Und auch immer... Arbeitet mit Wasser. Ja, es ist nass, das trocknet aber weg. Sonst für viel Tüchern wegtrocknen. Aber Wasser ist nun mal der, nee, der Träger. Ja, der Schmutz abtransportiert. Genau. Oder den Mann draufsetzen lassen. Ich versuche. So, ich habe noch angekündigt. Muss ich euch vorlesen. Ich habe die Kundin gefragt, ob ich das vorlesen darf. Mache ich jetzt mal hier Lesestunde, ne? Okay, hört mal zu. Eine schöne Kundenrezession, Feedback, whatever. So, also ich habe sie gefragt, nachdem sie die Tücher bestellt hat, zugeschickt bekommen hat von mir, ob sie denn zufrieden ist. Hat es funktioniert? Fenstertücher. Liebe Frau Beck, vielen Dank. Ich habe jetzt schon 3 Fenster ratzfatz blitzeblank geputzt. Ein paar weitere werden noch folgen. Und wenn das Ergebnis weiterhin so überzeugend bleibt, dann komme ich in Bälde mit einer Nachbestellung. Das ist doch nicht zu fassen, dass man mich jahrzehntelang an diesen Fensterscheiben zahllosen Lappen und Mittelchen hat verzweifeln lassen und mir nicht gesagt hat, dass es da ein ganz einfaches Mittel gibt. Schimmerko. Also, nochmal zum. Zuletzt habe ich mein Unwesen mit irgendwelchen Mikrofasertüchern und Wodka vom Discounter betrieben. Also den habe ich nicht getrunken, obwohl mir bisweilen danach war, sondern ihn zum Putzen verwendet. Das geht irgendwie schon, aber streifenfrei ist anders, wie ich jetzt sehe. Also Sie hören von mir herzliche Grüße. Ich habe mich weggeschmissen. Ja? Schön war noch die Antwort, ja, Sie dürfen das gerne veröffentlichen, aber bitte anonym. Reicht schon, dass die Nachbarn wissen, dass sie mich mit der Wodkaflasche am Fenster stehen sehen, muss nicht auch noch die ganze Nation wissen. Herrlich. Also, Frau S. Punkt, wenn Sie das hören, Büttenrede ist, glaube ich, Ihr Ding, oder? Vielen Dank für die schöne Rückmeldung. Das musste ich jetzt mal loswerden. Schreibt mir gerne auch, wenn ihr auch zufrieden seid, auch wenn ihr nicht zufrieden seid. Das werde ich natürlich nicht vorlesen. Nein, natürlich nicht. Doch, klar, dafür bin ich da. Sind da Fragen da? Obwohl, es war ja ein Problem mit dem Fleck auf dem Polster, der nicht wegging. Also die Grenze, die geblieben ist. Die Grenze, ja. Ja, dafür bin ich da. Ich komme auch gerne zu euch. Wir dürfen uns wiedersehen, sei es zu einer Einzelberatung, sei es zu einer Putzparty. Lade 2, 3 Mädels, Jungs, gemischt, gendermäßig, weiß schon, was ich meine. Lade sie ein und dann komme ich gerne zu dir nach Hause. Das Schöne ist, du brauchst nur... Ein paar Jummibärchen, Salzstangen, bisschen was zu trinken und du hast danach noch eine ganze Woche Putzferien. Das garantiere ich dir.
Nächste Woche Donnerstag sind wir auch wieder live. Nee, da. Ach, ich verwechsel immer. Live in der Putzshow. Schreib mir gerne. Du findest alle Informationen auch natürlich in unserem Shop unter einfachsauber24.de. Und falls noch nicht geschehen, folge mir doch auf Instagram. Da unten wird es eingeblendet. Komm, jetzt da. Da darfst du mir auch folgen. Schön, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund. Viel Spaß beim Putzen und tschüss.